Es war einmal ein Zauberer. Es war einmal eine eisenzweigebratene Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einem alten Topf dicht an der See. Der Fischer ging alle Tage hin, um zu angeln. Und er angelte und angelte. Einmal ging die Angel auf den Grund, tief hinunter. Und als der Fischer sie heraufholte, zog er einen großen Butt heraus. Da sagte der Fisch zu ihm: Hör, Fischer, lass mich leben. Ich bin kein rechter Fisch. Ich bin ein verwünschter Prinz. Nun, sagte der Mann, du brauchst nicht so viele Worte zu machen. Einen Fisch, der sprechen kann, den hätte ich so schon schwimmen lassen. Damit setzte er den Butt wieder ins klare Wasser und ging zu seiner Frau. Mann, hast du heute nichts gefangen? Nein, ich fing einen Fisch, der sagte, er wäre ein verwünschter Prinz. Da habe ich ihn wieder schwimmen lassen. Hast du dir denn nichts gewünscht? Was hätte ich mir wünschen sollen? Ach, es ist doch schlimm, hier immer so im Abfall zu wohnen. Das ist eklig und stinkt. Du hättest uns doch eine kleine Hütte wünschen können. Geh noch einmal hin und rufe ihn. Der Mann wollte nicht recht, wollte aber seiner Frau nicht zuwider sein und ging hin an die See. Mantje, Mantje, Timpete, Butje, Butje in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will. Da kam der Fisch angeschwommen und sagte, na, was will sie denn? Ach, ich hatte dich doch gefangen gehabt. Und meine Frau hat gesagt, ich hätte mir auch was wünschen sollen. Sie mag nicht mehr länger in einem Topfe wohnen. Sie möchte gerne eine Hütte haben. Geh nur hin, sagte der Fisch. Sie hat sie schon. Da ging der Mann hin. Und seine Frau saß nicht mehr in einem Topfe, aber eine kleine Hütte stand da. Komm nur, sieh, nun ist es doch viel besser. Ja, so soll's bleiben. Nun wollen wir recht vergnügt leben. Das wollen wir uns erst bedenken. Am anderen Morgen wachte die Frau zuerst auf. Und sie sah von ihrem Bett aus das herrliche Land vor sich liegen. Mann, steh auf und guck einmal aus dem Fenster. Sieh, können wir nicht König werden über all dieses herrliche Land? Geh hin zum Fisch, wir wollen König sein. Er wollte nicht hingehen, ging aber doch hin. Mantje, Mantje, Timpete, Butje, Butje in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will. Nun, was will sie denn? Ach, sie will König werden. Geh nur hin, sie ist es schon. Da ging der Mann hin und dachte, er wolle nach Hause gehen. Als er aber dort ankam, da stand dort ein großes Schloss. Mit einem großen Turm und herrlichem Zierrat daran. Ach, Frau, bist du nun König? Ja, nun bin ich König. Ach, Frau, was ist das schön, wenn du König bist. Nun wollen wir auch nichts mehr wünschen. Nein, Mann, mir wurde die Zeit und Weile zu lang. Ich kann das nicht mehr aushalten. Geh hin zum Fisch. König bin ich. Nun muss ich auch Papst werden. Ach, Frau, was willst du nicht alles? Papst kannst du nicht werden. Papst ist nur einmal in der Christenheit. Das kann er doch nicht. Mann, das für ein Schnack. Kann er König machen, kann er auch Papst machen. Ich bin König und du bist nur mein Mann. Geh sofort hin. Willst du wohl hingehen? Da wurde er wach und ging hin. Mantje, Mantje, Timpete, Butje, Butje in der See. Meine Frau, die Ilsebill, die will nicht so, wie ich gern will. Nun, was will sie denn? Ach, sie will Papst werden. Geh nur hin. Sie ist es schon. Da ging er hin. Und als er dort ankam, war es wie
eine große Kirche, von lauter Palästen umgeben. Alles war mit Tausenden und Abertausenden Lichtern erleuchtet. Und seine Frau war in lauter Gold gekleidet und hatte 3 große goldene Kronen auf. Frau, bist du nun Papst? Ja, ich bin Papst. Da stellte er sich hin und sah sie so recht an. Und das war, als wenn er in die helle Sonne sähe. Ach, Frau, was ist das schön, wenn du Papst bist. Sie saß aber ganz steif wie ein Klotz und rührte und regte sich nicht. Frau, nun sei zufrieden. Jetzt bist du Papst. Nun kannst du nichts mehr werden. Das will ich mir erst bedenken. Damit gingen sie beide zu Bett. Doch sie war nicht zufrieden und die Gier ließ sie nicht schlafen. Sie überlegte immer, was sie noch werden könnte. Mittlerweile wollte die Sonne aufgehen. Und als sie das Morgenrot so heraufkommen sah, ha, dachte sie, kann ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen? Mann, wach auf! Geh hin zum Fisch! Ich will werden wie der liebe Gott! Frau, was sagtest du? Gott! Ach, Frau, das kann der Fisch nicht. Ich bitte dich, geh in dich und bleibe Papst. Da kam sie in helle Wut. Ich halt's nicht aus. Ich halt's nicht länger aus. Willst du gleich hingehen? Mantje! Mantje! Was will sie denn? Gott! Geh nur hin. Sie sitzt schon wieder am alten Topfe. Dort sitzen sie noch beide. Bis zum heutigen Tag.